Schnibbel die Schnapp und Alurio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende. Ja Leute, heute geht es ein letztes Mal los, ein letztes Mal in dieser Saison und ich möchte beim globalen Netztransfernetzwerk mal einen Trainer holen, der nicht ganz so wenig hat für 5 Millionen. Oder auch nicht, ich will keinen holen, klar, brauchen wir nicht, blablabla, ich habe nichts gesagt. Heute geht es das letzte Mal ran gegen die Bayern. Die Bayern, mal gucken. Ach ja, nachdem Arminia Bielefeld die letzte zwischen sich und Story schätzt, die Chancen seines Clubs gegen Bayern durchaus optimistisch ein. Ja, Bayern ist stark, aber wir können gewinnen. Gegen Bayern könnte das eine richtig knackige Partie werden. Ein letztes Mal geht's heute ran. Bayern München. Ich habe natürlich auch der klassische Trikot, aber Bayern München mit Shaqiri hier an der Stelle. Und wir wieder mit Castells natürlich, der darf wieder von Anfang an rein. Omar Villarreal auch. Türre ist korrekt. Mitchell Weiser, Nefkara, Jesse Rodriguez, bla bla bla. Die guten alten Bekannten. Könnte Martial heute Torschützenkönig werden. Oh ja, das könnte der. Emre Can kommt mit für Miguel Veloso. Gökhan Günül, klare Sache. Der spielt heute von Anfang an in der Startelf. Denn der ist ein starker Mann. Der hat im letzten Spiel auch gut gespielt. Und Gökhan Günüls letztes Spiel für uns. Danach beendet er seine Karriere dementsprechend. Sollte der Mann auch spielen dürfen. Vor allem gegen die Bayern. Egal ob Sieg, ob Niederlage. Wir sind eh Meister. Und das ist der letzte Spieltag dieser Saison. Morgen am Donnerstag geht es dann mit der neuen Saison los. Und wir gehen rein in die Partie. FC Bayern München gegen Arminia Bielefeld heißt die letzte Partie der Saison. In der wunderschönen Allianz Arena. Und ohne großes Drumherumschweifen drücke ich die Partie direkt rein. Anstoß ist für Arminia Bielefeld, hoffentlich heute mit einem stärker spielenden Jesse Rodriguez. Wir wollen von Anfang an zeigen, warum wir Tabellenerster sind und nicht die. Direkt von Anfang an Vollgas Fußball spielen. Schön gemacht. Annahme. Rodriguez, was für ein Spielzug, das kann nicht wahr sein. Heilige Scheiße. Das war geil, das will ich eigentlich nur so tun, als ob. Und dann spielen wir den besten Spielzug, den ich in der Saison bis jetzt von uns gesehen habe. Schönes Direktspiel, Ballannahme Rodriguez, unhaltbar, bumm, knallt er in der Ecke. Das war stark, beide Rodriguez in Co-Produktion, 1:0, Arminia Bielefeld. Super starker Fußball gerade mal. Super stark. Ich wollte eigentlich gerade noch erwähnt haben, dass sich Bayern eigentlich rächen bestimmt will. Dafür, dass wir die jetzt 2 Jahre demütigen. Und dann machen wir diesen geilen Spielzug von Beginn an. Das war fett. Das war fett. Oh, den möchte ich mir am liebsten noch 10 Mal in der Wiederholung angucken, den Treffer. Der war ja mal mega geil. Das nenne ich pornöser Angriff. Gefährlich. Aber Gökhan Günül passt da auf. Das kann er nämlich. Ist ein richtig guter Verteidiger. Jesse Rodriguez. Mitchell Weiser schickt Jesse Rodriguez. Oh, was ist mit Jesse Rodriguez los? Was ist mit Jesse Rodriguez los? Der will hier anscheinend wegmachen, dass er die Tage zuletzt nicht so stark war. Zeigt hier direkt von Beginn an guten Fußball. Beeindruckend. Seriously. Martial. Ja, auch ein Rechtsstürmer. Ist sich nicht zu schade, auch mal hinten zu verteidigen, auszuhelfen. Mitchell Weiser, das war nicht so schön. Rodriguez, Rafinha. Nefkara. Gefährliche Aktion, gut reingegangen. Guter Kopfball und Konteraktion. Auf Martial jetzt. Martial, der Schuss war nicht präzise genug. Jetzt können wir theoretisch kontern und der Schuss war richtig stark. Naja, die Aktion war stark. Der Schuss wiederum, ehrlich gesagt, weniger. Der war nämlich pur auf dem Keeper. Nefkara, hoffentlich trifft er Omar Villarreal. Es war Rickig. Ja, Rickig. Mit der Aktion und Abstoß. Da ist Rikik übrigens die Nummer 27. Jetzt wollen sie uns, weil wir einen Verteidiger vorne haben.
natürlich mal so richtig einen reindrücken. Aber das lassen wir weniger zu. Gut verteidigt, Chalobah. Ist eigentlich nicht so stark in Kopfbällen. Ich glaube, Eckball gibt's. Ja, das hatte Chalobah schon angezeigt. Boah, echt. Gökhan, Türre. Nefkara jetzt. Und da werden zwei von uns hintereinander platt gelaufen. Das muss doch gelb geben. Das gibt's auch. Für Müller. Der fault erst den ersten mit einer Grätsche, fault dann Nummer 2 direkt hinterher. Das kannst du eigentlich nicht bringen. Türre. Und Gökhan Gülü. Martial. Martial! Schöne Aktion eigentlich. Schönste Aktion bis jetzt war ja die unglaublich geile Aktion von Gisse. Aber das war viel, viel mehr geile Aktion von allen Beteiligten. Das war einfach nur direkt Fußball vom allerfeinsten. Fkara da passt einfach nicht auf. Holt sich aber den Ball direkt zurück. Martial. Martial. Stark. Türre. Und Türre. Chalobah! Drin! Das gibt's nicht! Es war nicht Chalobah, oder? Doch, es war Chalobah! Nathaniel, da macht er sein erstes Tor für uns! Und was für eins! Türre! Immer noch Türre! Türre! Rüber auf Chalobah! Chalobah einfach aus der Distanz! Einfach aus der Distanz gegen Tom Starke! Hier mit dem schwachen Fuß! Einfach mit hohem Tempo! Der sah haltbar aus! Aber ist egal. Schmackes hatte der auf jeden Fall. Schnell war er. Das 2:0 gegen die Bayern. Nathaniel Chalobah mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Mit seinem ersten Tor überhaupt für uns, glaube ich. Japp. Japp, 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 japp. Nathaniel Chalobah. Erstes Tor bei uns. Und was für eins. Gegen die Bayern. Das tut doch doppelt gut gegen einen großen Verein. Da lässt er den Ball durch. Schweinsteiger und Müller. Türre. Das war Elfmeter. Elfmeter gibt's für Bayern. Was ist da passiert? Oma Villarey bolzt da wohl beim Passen rum und fault den Spieler weg. Eigentlich abseits gewesen zu dem Zeitpunkt oder was es war. Hier. Bumm, haut er den Spieler um. Elfmeter für die Bayern. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Auf einmal geht der Schiedsrichter dahin. Ich dachte, abseits. Anschlusschance, Castells. Neymar gegen Castells. Und der macht den. Und der macht den. Neymar macht's. Ich würde mal gerne wissen, wie viele Tore der in der Saison hat. Dementsprechend lasse ich mal durchlaufen. Das 1:2. Dem Oma Villarey sich super dämlich angestellt hat. Einfach 1000 Jahre zu spät kommt. Naja, eigentlich sind es ja nur ein paar Millisekunden. Aber zu spät ist halt zu spät. Neymar Anschlusstreffer für die Bayern. Erste Halbzeit ist noch nicht rum. Wie viel das Saisontor ist es? 15. Okay, dann kann Martial noch aufatmen. Ist alles noch im rosig-grünen Bereich. Chalobah hier. Ja, der macht das aber auch nicht so effektiv. Martial. Interessant, wie Bayern schlechtere Passquote hat, wie Arminia Bielefeld, also wie wir. Aber wir setzen die auch stark unter Druck oder versuchen das zumindest. Rodriguez. Das ging einfach nicht anders, weil der mich Dauer unter Druck gesetzt hat. Chalobah, echt dumm, dumm, dumm verteidigt. Schön, dass da einer von uns direkt am Ball kommt.
Martial, Türe, nö. Warum auch Türe hier? Uneffektiv. Da fehlt er dann einfach wieder, aber Türe tritt da direkt nach und da ist er dann auch direkt wieder. Nefkara. Und den Ball einfach mal wegpassen. Ja, die Bayern setzen uns unter Druck. Die sind stark. Wir haben momentan keinen Zug zum Tor. Kein Zug, keinen Ballbesitz. Aber Mitchell Weiser ist ja jemand, der auch Zweikämpfe gewinnen kann. Und Gökhan Günül macht das hier stark. Martial. Das wiederum ist stark von Bayern gewesen. Was da auf jeden Fall gerade zu sehen war, ist, wie müde schon einer unserer Spieler war, Gökhan Günül. Boah, der macht einfach viel zu wenig mit dem Ball. Das ist Jesse Rodriguez Mega-Problem. Oh Mann, und da dachte die Defkara startet durch, dann macht er das nicht. Und Jesse natürlich wieder super Fehlpass-Paraden. Staffeln. Das ist halt sein Ding. Jesse Rodriguez kann nicht passen. Da zeigt er immer wieder relativ häufig, dass er das wirklich gar nicht kann. Schalobar. Und da ist der Ball weg und da steht es 1:2. Beziehungsweise 2:1 für uns. Schauen wir doch mal, wie die Partie so gelaufen ist. Ja, Jesse Rodriguez, eine gute Aktion, hat wieder komplett weg. Er kann halt wirklich nicht mit dem Ball spielen. Er kann ihn nicht halten, nicht passen. Aber er ist schnell und technisch manchmal gut. Martial hätte den hier versenken können. Macht das aber nicht. Nicht so schlimm am Ende. Haben wir ja noch. Ja, Martial hier doppelfaul. Müller. Das war Martinez. Und dann hier. Wunderschön verteidigt. Martial hat halt viel versucht. Ist aber nicht durchgekommen. Am Ende ist es Schalobar mit einem Distanzschuss, der das ganze Ding dann regelt. Und hier Omar Villarey hätte einfach wegbleiben müssen. Und wir springen in die falsche Ecke leider. Und dann steht es hier 1:2. Gucken wir doch mal die Halbzeitergebnisse. Hoffenheim-Frankfurt 0:0. Bayern 04 führt gegen Hamburger SV mit 1:0. Dortmund-Köln, die schon abgestiegen sind, 1:1. FC Schalke führt zur Pause mit 1:0 gegen Kaiserslautern. Hannover 96 liegt zurück zu Hause im eigenen Stadion mit 0:1 gegen den FSV Mainz 05. Hertha führt 1:0 gegen FC Nürnberg, also den ersten FC Nürnberg. Freiburg und Gladbach spielen momentan ein torloses Remis und VfL Wolfsburg gegen Stuttgart steht es 1:1 nach der Halbzeit. Tja, fand ich nicht so. Omar Villarey hat aber noch mehr gebolzt. Er hat bis jetzt aber keine Zweikämpfe gewonnen. Vielleicht sollten wir den mal rausnehmen und Marian Saar ist ja auch ein guter Spieler. Da kommt die Auswechslung. Gökhan Günül hat noch Gelb bekommen in der Pause. Wie Thomas Müller auch schon Gelb hat. Mal schauen, ob wir das mit dem 2:0 so halt, 2:1 so halten können. Mitchell Weiser. Ja, der läuft halt immer. Der läuft und läuft und läuft und läuft und ist eigentlich immer überall auf dem Platz zu sehen. Das macht ihn so stark. Ricardo Rodriguez merkt halt super spät. Oh, Nefkara. Mitchell Weiser. Martial. Ne, das kann nichts werden. Der war viel zu unpräzise. Martial, ja, also schneller. Besser. Im Laufweg, aber der Ball dazu hat einfach überhaupt nicht gepasst. Oh Mann, Jesse Rodriguez pennt da hinten direkt wieder durch. Ricardo Rodriguez. Ricardo Rodriguez, Mitchell Weiser läuft da mit. Ganz, ganz stark. Castells. Marian Saar, Gökhan Günül. Gökhan Günül. Und Nefkara zeigt da mal wieder, dass er nicht passen kann.
Gökhan Günü. Und das kann nicht sein, den musst du haben. Das kann nicht sein, wie schlecht er den Ball annimmt. Rotzfrech. Rotzfrech, wie schlecht das war. Kannst du eigentlich... Das ist einfach nur peinlich, die Aktion gewesen, finde ich. Das kann nicht sein. Wie kann Müller den zweimal im Liegen besiegen, den Zweikampf? Oh Gott. Ja, ich reg mich gerade auf. Zu Recht. Der wird nicht schießen. Der wird schießen. Und er ist knapp drüber. Abstoß für Bielefeld. Neymar abgeschossen. Abwarten, wo die Spieler hingehen. Rodriguez. Toll. Keine Anspielmöglichkeit. Weil Meiser da auf die Außenposition gegangen ist. Torre. Was macht er da? Und da foul Chalobah Neymar. Kann sich nicht anders helfen. Ist zu langsam. Chalobah mit Gelb. Und noch eine gelbe Karte. Da geht noch einer von uns gelb, schätze ich. Und nochmal gelb. Zwei gelbe Karten. Chalobah hat gelb bekommen. Der andere Mann weiß ich jetzt gar nicht. Martial auf Mitchell Weiser. Mitchell Weiser. Mitchell Weiser. Gefährliche Aktion. Boah, das kann nicht sein. Da muss doch hinten einer von uns stehen. Ja. Da komme ich nicht an den Ball, das kann nicht sein. Schweinsteiger schneller. Schweinsteiger schneller, wie sah. Da steht es 2:2. Ja, die Bayern sind stark. Und wir spielen in der Verteidigung den allerletzten Rotz. Einfach nur Rotz. Im Mittelfeld habt ihr aber recht. Da brauche ich noch einen zweiten. Man sieht das ganz, ganz stark. Und Martial braucht mehr Backup vom defensiven Mittelfeld. What? Wie könnt ihr denn rein? Das ist denn nicht ein Verteidigerfehler und ein Torwartbolzen. So darf der nicht reingehen. Der rollt nur rein. Castells. Was macht er da? Tja, Bayern wird dieses Spiel, kann dieses Spiel gewinnen. Wegen sowas. What the fuck? Das kann doch nicht sein. Was war denn da jetzt los? Chalobah wird jetzt rausgehen. Wir brauchen da einfach einen besseren Spieler. Beziehungsweise, ich kann ja mal ausprobieren. Schadet ja nicht, die komplette Formation zu wechseln. Martial vorne als einzige Spitze. Jesse Rodriguez komplett rauszunehmen. Beziehungsweise ja doch komplett rausnehmen. Dafür ist ja ein Efkara drin. Mitchell Weiser, Töre ist rechts. Jesse Rodriguez geht raus. Dafür kommt Emre Can rein. Und dann kommt... spielen die hier in Co-Produktion. Rodriguez. Das kann nicht sein. Der ist sogar... kann vorbeilaufen noch zu langsam. Da sehen wir super schlecht aus. Und dann irgendeiner der Bayern überhaupt nach vorne geht. Das ist, gibt es niemanden von uns, der das aufhalten kann. Ja, und der Ball von Efkara war Schrott. Ich weiß, wo der Ball hinkommen muss. Er muss da drüber auf Mitchell Weiser kommen. Das tut der Ball nicht. Dementsprechend Schrott. Jetzt wird unsere Aufstellung geswitcht. Nein, wird sie nicht. Die Bayern quälen uns weiter, lassen uns weiter unsere Müllaufstellungen spielen. Die eigentlich in der ganzen Saison super funktioniert hat und dann mit Jesse Rodriguez irgendwann einfach nicht mehr geklappt hat. Weil der halt keine Zweikämpfe gewinnt, so als die Leute den kannten. War der Zauber unserer Aufstellung halt vorbei. Klar kann der unglaublich geil die Bälle annehmen. Aber der kann halt die Bälle nicht halten. Der kann halt nichts mit den Bällen anfangen. Der kann halt nicht passen. Nee, der Pass von Efkara war wieder alles andere als gut. Der war wieder Schrott.
Das ist schlimm, so zu spielen. Ja, da stellt euch alle gegenseitig in den Weg. Nefkaras Ball ist wieder zu schwach. Boah, das kann einfach nicht sein. Wir brauchen viel, viel bessere Spieler. Das ist einfach zu schlicht, was die da vorne machen. Das ist einfach zu schlicht. Ja, Bayern. Bayern, Bayern, Bayern. Starkes Spiel. Was wollen wir machen? Ja, wir müssen halt offensiv angreifen. Ja, da hättest du auch nichts gemacht. Weiß ich doch, kenn dich doch. Castells. Nefkara hier. Was macht der da überhaupt? Das war auf jeden Fall nicht, war auf jeden Fall nicht stark. Nefkara wieder mit einem schlechten Pass. Boah, der muss hier einfach raus. Das muss er einfach. Bayern wird dieses Spiel gewinnen. Zweite Niederlage, aber wir haben stark gespielt. Verteidigung nicht. Aber das ist auch momentan unser super Knackpunkt. Defensives Mittelfeld, Verteidigung, da läuft es bei uns einfach nicht rund. Ihr seht hier, Schalobah. Wieder super schwacher Pass. Bayern gewinnt gegen uns, aber Meister sind wir geworden. Meister sind wir geworden. Zweite Niederlage in der Woche. Aber der deutsche Meister ist Arminia Bielefeld. Oh Gott. Tja, defensiv waren wir mau. Ich bin am Überlegen, brauchen wir nicht lieber Verteidiger, Leute? Brauchen wir nicht lieber Verteidiger? Weil da haben wir viel größere Probleme. Rekik, Ta. Ja, Bundesliga gewonnen. So sieht das übrigens auf der PS4 aus. Richtig geil. Ihr seht es hier. Bielefeld gewinnt die Bundesliga. Verdient. Verdient Nefkara als Capitano. Wir verlieren zwar gegen Bayern in der Allianz Arena, kriegen aber die Bundesliga. Die Bundesliga, die gewinnen wir. Jetzt. Die Schale an Nefkara und die Meisterschaft gehört uns. Die Bundesliga gehört uns. Heute in den Wochen seit dem Champions League Spiel haben wir leider nicht mehr stark gespielt. Dementsprechend will ich auch eine komplette neue Formation haben. Und ihr habt mir schon geschrieben, ich soll auf einen Stürmer wechseln. Ich denke, das werde ich auch tun. Ja, wir haben stark angefangen, haben super stark nachgelassen. Ich bin nicht sicher, Jesse Rodriguez, ob der zu uns passt. Der ist ein Spieler, der ziemlich häufig, ziemlich Murks in der Rückrunde, glaube ich, überhaupt nichts geschafft hat. Das Tor von ihm war natürlich mega geil. Da kann man nichts anderes sagen. Vielleicht kriegen wir ihn richtig teuer verkauft. Vielleicht können wir dafür einen neuen Stürmer holen, einen richtigen Stürmer noch holen, neben Martial, habe ich mir gerade überlegt. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Schreibt es mir übrigens alles in die Kommentare. Bayern war stark. Castells beim 3:2. Das darf eigentlich nicht fallen. Es hätte 2:2 enden müssen. Wir waren gut. Bayern war auch gut. Und dann kommt das 3:2 durch einen Lapschpass. Oma Villarey, ja. Wir haben halt noch keine richtige Innenverteidigung, die so stark spielt in der Saison. Dementsprechend habt ihr recht. Talente sind nicht mehr so von Vorteil für uns. Die sind echt nicht mehr so von Vorteil für uns. Und ein zweites defensives Mittelfeld werden wir echt spielen. Mit Martial dann als einzige Spitze und dann mal schauen. Schalobah in Kombination. Schalobah, ja, hat zwar heute sein erstes Tor geschossen, sah aber im weiteren Spielverlauf nicht stark aus. Und dann alle drei Tore waren verhinderbar. Das waren Elfmeter, Schweinsteiger als schnellerer Spieler und dann das. Guck mal, da kommt der Ball. Kullert, Kullert, Kullert und Castells reagiert nicht. Der war ja nicht schnell, Castells. Courtois wird unser neuer Keeper sein. Lustig, dass Rodriguez, also wir wollen ihn natürlich haben, dass Jesse Rodriguez der Beste war. In der Verteidigung fehlt es halt wirklich. Wir gucken, was wir kriegen. Und es war aber eine super geile Saison. Wir waren in der Bundesliga saustark. Die zwei Niederlagen jetzt in dieser Woche können passieren. Können passieren. Tote des Turniers bekannt ist auf jeden Fall nicht unserer. Doch, Tote des Turniers ist Castells. Interessant, Boateng gewinnt den goldenen Schuh mit 20 Toren. Ja, Martial hat ja nichts geschafft. Wir hatten diese Woche starke Gegner, gegen die wir leider nichts aussetzen konnten. Kün Castells wurde zum Tutor der Bundesliga-Wettbewerbs gekürt. Ja.
Das war schon echt knackig. Ihr seht es hier. Ja. Wir werden jetzt mal einmal nach vorne springen. Und die Bayern-Fans freuen sich natürlich, dass die uns mal besiegen konnten. Tut denen natürlich super gut. Gebühr für Leihspieler fällig. Wen haben wir uns denn? Der ist doch gar nicht zu uns gekommen. Der ist gar nicht zu uns gekommen. Nein, Kaufoption abbrechen. Wir haben den doch gar nicht ausgeliehen. Wir haben die Leihe abgebrochen. Was ist das denn für ein Bug? Nicht so schön. Mal gucken, was wir hier sonst noch so haben. Monatliches Scouting-Update. Wen haben wir denn hier so? Ja, die können wir alle mal drin lassen. Vielleicht taugen die ja was. Das geht raus, das geht raus. Fürs Turnier bekommen wir 13 Millionen. Und, Barcelona gewinnt Champions League. Spieler des Turniers bekannt. Ach ja, Drimmic. Muss in die zweite Bundesliga. Ja, Düsseldorf heißt, Düsseldorf hat es nicht geschafft. Spurs gewinnt die Euroleague und gucken wir doch mal. Wer ist denn hier? Gab es noch keine Mannschaft der Saison? Egal, erstmal. Mannschaft der Saison erstmal nicht so wichtig, aber wir machen mal so ein bisschen Geld umverteilen. Werfen mal einen Blick auf den Mannschaftsbericht. Noch einmal. Casillas hat den einen Punkt gemacht. Da Costa hat einen einzigen Punkt gemacht. Hat 7,2 als Wertung. War in der Champions League einmal aktiv. Omar Villarey auf der Leihliste. Rikic auch nicht so stark. Man sieht hier keine Form. Chalobah hat sich gut gemacht bei uns eigentlich. Oh, hat dann in der Bundesliga gegen die Starken halt nicht so gut ausgesehen. Martial hätte ich mir gewünscht, wenn er noch ein bisschen höher gegangen wäre. Jesse Rodriguez hat 2 Punkte gemacht. Jana Erkin jeweils 1. Marian Saar, Tuimo, Werner. Valentino Lazaro nichts. Clayton, Miguel Veloso nichts. Maximilian Meyer nichts. Erich Berko hat sich um 4 verbessert. Emre Can hat sich um 2 verbessert. Clark um 3. Die guten Interessanten sind noch hier. Alvaro, Mongil, Andeva. Der ist auch noch interessant. Weil er so jung ist. Williams plus 4. Jonathan Tah. Samet Yesil natürlich auch. Haben wir ja natürlich auch noch. Und ja, ich denke mal, Jonathan Tah wird das dann wieder übernehmen in der Innenverteidigung. Omar Villarey. Ja, Katlitz will ja gehen, Gökhan Gönül geht ja wirklich. Sonst sehen uns unsere Aufstellung so. Und wir schauen uns jetzt mal an. Ja, noch ein ganz kleines bisschen springen wir. So, Monatsbericht. Für die Leutchen hier, die beiden, die haben sich leider nicht so geil entwickelt. Die nächste Transferphase will Katlitz weg. Ach, die Bayern, was waren die nicht stark. Kriegen wir denn jetzt mal was? Spieler des Monats ist Abdenur, okay. Sonst ist hier nichts. Dragovic hat uns besiegt. Leverkusen hat gegen uns... Wie haben wir jetzt eigentlich gespielt? Ich hab irgendwie verpeilt jetzt. Wie haben wir denn gespielt? Bayern gab es eine Niederlage gegen die Leverkusener, einen knappen Sieg und gegen Mainz eine Niederlage. Also da haben wir dann schon mal 2 Niederlagen kassiert. Ihr seht, seit dem Champions League-Spiel sind wir nicht mehr so stark gewesen. Davor waren wir eine wirkliche Wucht. Ah, okay, gegen die Schwächlichen. Joa, wir können halt nicht immer gewinnen. Aber das ist eigentlich das, was ich die ganze Zeit zeigen will. Nicht das, andere Ligen. Wir gucken uns jetzt an, wie die Meisterschaften in den anderen Ligen aussehen. Und dadurch wieder auf der Welt. Ich bin so ein Honk. Ich bin so ein Dödel. Könnt ihr mal dick unterstreichen. Argentinien seht ihr hier. Nicht so interessant. Australien auch nicht. Belgien, erst die Anderlecht sieht so aus, als wären die Meister. Klar und klipp und klar geworden. Brasilien ist die Liga gerade angefangen. Chile sieht auch so aus. Bundesliga seht ihr hier. Kaiserslautern und Köln gehen in die zweite Liga. Werder Bremen steigt wieder auf in die erste. Zusammen mit dem FC Augsburg. Das sind die beiden Aufsteiger. Wer hätte gedacht, dass Werder Bremen dann doch noch aufsteigt. Dänemark. Sieht es aus, als würde Aalborg Meister. Manchester United ist in England Meister geworden. Vor Man City, Chelsea, Spurs und Co. Nottingham Forest ist abgestiegen. Wer kommt denn hoch? Sunderland und Wigan kommt hoch. PSG ist Meister in Frankreich. Vor Lille, da hinter Olympique Lyon, Marseille und der AS Monaco. Abgestiegen ist AS Nancy Lorrain. Valencia SC, Juve, die alte Dame ist Meister, Florentina, wo ist Inter da, Milan und Inter,
Boah, die haben echt zu fighten in der Liga. Inter ist nicht mal international dabei, genau wie Lazio nicht. Milan schon. Knackig. Bologna und Terni sind aufgestiegen. Kolumbien, ja. Mexiko juckt auch nicht so. Niederlande ist Vitesse Meister. Das ist mal was gegen FC Twente und Ajax und PSV. Knackig. In Portugal sieht's, ja, ist Benfica klipp und klar Meister geworden vor Porto. Das ist hart. Russland sieht Zenit St. Petersburg als knapper Meister aus. Ja, Zenit, Lokomotiv und Spartak haben da einen Dreikampf draus gemacht. ZSK, komischerweise total abgemeldet gewesen. Saudi-Arabien nicht so interessant. Celtic, Glasgow sieht hier wieder sichere Meister aus. Ist es sogar auch. Malmö in Schweden, FC Sion in der Schweiz. Vor dem FC Basel, das ist doch mal eine Überraschung, mit einem Punkt Vorsprung. Aber die Liga ist auch noch nicht vorbei. Ich glaube, die müssen ja 40 Mal spielen. Real Madrid mit 93 Punkten. Schießt mich kaputt. 93 Punkte Vorsprung, Meister geworden. Also nicht 93 Punkte Vorsprung, aber Punkte Vorsprung, ne? In der USA, Österreich ist Red Bull Salzburg Meister geworden. Argentinien wisst ihr ja, und wir hatten, wie viel Punkte Abstand hatten wir denn nochmal? In Deutschland hatten wir 18 Punkte Abstand auf die Bayern, haben zwei Niederlagen gehabt jetzt in der Woche, aber ja, kann schon mal passieren. Wir haben halt gegen Mainz verloren und gegen die Bayern, ja, die Bayern sind halt stark. Die Bayern! Aber ansonsten haben wir ja eine starke Saison gespielt nach dem Bruch und irgendwie hat unsere Mannschaft anscheinend nicht mehr so motiviert gespielt. Aber an dieser Stelle möchte ich mich mit dieser Saison von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht, die Saison bei uns zu genießen. Wir sind Meister geworden, DFB-Pokal sind wir in der zweiten Runde ausgeschieden. Das war auch die erste Runde, die wir leider gespielt haben. Und der Champions League ist das aus im Champions League Viertelfinale gewesen, also gar nicht so schlecht. Und mit 18 Punkte Vorsprung, ja, diese Woche eine etwas graupigere Woche, aber... Hat trotzdem saumäßig Spaß gemacht. Ich meine, die Partie gegen Bayern war ja voll knackig und immer höchst brisant. Und ich werde auf euch hören. Ich werde die Aufstellung auf einen Stürmer umändern. Und wir sehen uns morgen dann wieder, wenn es wieder ist. FIFA 14 im Karrieremodus, dann in der neuen Saison mit mir, dem Nefkara. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, Leute. Wir sehen uns morgen am Donnerstag. Haut rein. Ciao, ciao.